Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder zu meinem Kanal gefunden habt. Heute möchte ich euch gerne meine Favoriten aus dem Monat Juni zeigen. Bei meinen Sommerfavoriten habt ihr das ein oder andere Produkt gesehen. Das lasse ich deswegen heute auch weg. Aber da gibt es einiges, was ich sehr, sehr gerne benutzt habe im letzten Monat, was ich euch gerne zeigen würde und euch empfehlen würde natürlich auch. Starten möchte ich da ganz gerne mit dem Bereich Haarprodukte. Ich hatte euch in einem Video schon mal erwähnt, dass ich mit ein bisschen Frizz-Problem kämpfe im Moment. Es liegt einfach an der Luftfeuchtigkeit, weil es draußen recht warm ist, trotzdem ein bisschen feucht ist und aufgrund dessen muss ich da momentan echt ein bisschen mehr auf Haarpflege setzen. Wie ihr seht, also bei dem Wetter ist es sehr warm draußen, brauche ich natürlich mir die Haare nicht offen tragen, da würde es sofort wieder stehen, das Haar, und deshalb habe ich sie mir mal heute so ein bisschen zurechtgedreht. Ich möchte da euch ein Produkt zeigen, was ich in einem Haul letztens gezeigt habe, und zwar ist es ein Spray von L'Oréal. Das Doppel-Elixier-Spray aus der Reihe Öl Magique. Das ist eine Express-Intensivpflege in Spray-Art, soll halt gegen dieses Frizz, was ich halt habe, schützen. Ich habe es auch schon ganz gut benutzt. Ich finde es super gut. Also das Produkt zieht ganz schnell den Haaren ein. Es fettet nicht die Haare extrem. Was mir gut gefallen hat, ist auch die Größe. Es sind 200 ml. Es reicht auch eine gewisse Zeit. Einen kleinen Minuspunkt habe ich allerdings, das ist der Geruch. Es riecht für mich ein bisschen nach Zimt, ja. Also ich weiß nicht, wer es noch da draußen hat, der es vielleicht genauso empfindet. Es hat so eine leichte Zimtnote. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört bei dem Produkt, aber das verfliegt ganz schnell. Und deshalb ist es trotzdem ein absolutes Favoritenprodukt vom letzten Monat von mir. Das werde ich auch diesen Monat weiterhin gerne nutzen. Und deshalb durfte das in meinem Video heute nicht fehlen. Das andere Produkt im Bereich Haare, was ich euch gerne zeigen möchte, ist eine Haarkur. Und zwar ist es die Tiefenpflegemaske von Garnier. Wahre Schätze mit dem Geruch Argan, Mandel, Cremegeruch. Also ich kann euch nur eins sagen, Leute, wenn ihr eine Haarmaske braucht oder ein Haarkur möchtet, die super gut riecht, kann ich euch die wärmstens empfehlen. Ich kann diesen Geruch wirklich nur mit einem Wort beschreiben. Es riecht einfach so nach richtig zarten Mandeln. Also es ist wirklich ein toller Mandelgeruch. Also dieses Argan würde ich jetzt nicht rausrichten. Es riecht wirklich für mich total nach Mandeln. Obwohl ich das Produkt schon sehr lange habe und auch ordentlich benutze, es ist super ergiebig. Ich nehme mir immer nur so haselnussgroß oder walnussgroße Größe auf meine Handfläche, verreibe das, nachdem ich meine Haare mit der Spülung gewaschen habe, in meinen Haaren. Und das gibt euch eine super, super feine Haarstruktur. Also die Haare fühlen sich wirklich ein bisschen geglättet an und sie duften danach mega, mega gut. Das ist keine sehr günstige Haarkur. Ich glaube, die ist so um die 5 Euro, aber ich liebe die wirklich und kann euch die wärmstens empfehlen. Habe ich sehr viel im Juni benutzt und wie gesagt, ein absolutes Favoritenprodukt aus dem Monat Juni für mich. Dann kommen wir zu zwei Produkten, die auch ganz frisch bei mir eingezogen sind, und zwar in meinem letzten DM-Haul und Rossmann-Haul, glaube ich, war es. Hatte ich euch die Produkte schon mal gezeigt. Und zwar geht es da zum einen um eine Pflege von Balea. Und zwar das Aquagelee. Ich habe mich anfixen lassen von ein paar YouTuberinnen, die diese Pflege mal gezeigt hatten, und sie haben wirklich recht. Also zum einen duftet die ganz, ganz dezent, finde ich, so ein bisschen fruchtig, ein bisschen blumig. Es ist eine sehr coole Konsistenz. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ein bisschen wie Wackelpudding, aber das Schöne ist, gerade bei diesen warmen Sommertagen im Moment, die zieht super schnell ein und die gibt euch wirklich so einen richtigen frischen Kick. Also ich mache die gerne morgens auf mein Gesicht und morgens, wenn ich drauf gemacht habe, danach fühlt sich meine Haut wirklich so richtig erfrischt an, wie so Wasser ins Gesicht gespritzt, kann man sich das vorstellen. Und deshalb ist das eine super Pflege. Es steht drauf mit Blaualgenextrakt und Thermalwasser. Eine super Feuchtigkeitspflege für, ich würde mal sagen, für jeden Hauttyp geeignet. Da steht, glaube ich, auch drauf, für sensible Haut geeignet, genau. Ohne Alkohol, parfümfrei, ohne Farbstoffe. Also ich bin ganz ehrlich, ganz parfümfrei finde ich die nicht. Also für alle, die das da draußen haben, parfümfrei ist die nicht, aber trotzdem ein super Produkt, gerade jetzt für die warmen Sommertage, eine absolute Feuchtigkeitspflege-Empfehlung von mir an euch da draußen. Das habe ich, wie gesagt, gerne morgens. Und was ich ganz gerne mache, ihr wisst, ich bin ein Masken-Junkie. Ich liebe natürlich die Tuchmasken. Ich hatte mir aber aus der L'Oréal-Reihe, weil es reduziert war, ja, Frauenlogik halt, eine Peeling-Maske gekauft mit Tonerde. Also Peeling-Maske, Tonerde, absolut. Da gab es ja so drei Sorten, glaube ich, von L'Oréal. Die war halt reduziert auf fast die Hälfte. Man sieht es, die ist so ein bisschen bräunlich. Die sieht auch auf dem Gesicht wirklich aus, so wie, als hättet ihr Matsch im Gesicht. Also so kann man sich das wirklich vorstellen. Die kommt in so einem Teal, den könnt ihr dann hier einmal abnehmen.
Ich habe sie auch schon ganz ordentlich benutzt, wie ihr sehen könnt. Ich habe das mit einem Pinsel gemacht, weil dann habt ihr es nicht unter den Fingernägeln hängen. Ich finde den Duft der Maske mega. Also die riecht super frisch, wirklich ein bisschen zitronig. Die Konsistenz ist schon ein bisschen fester. Also ihr müsst die schon ordentlich verteilen, finde ich. Allerdings fand ich den Effekt danach super. Also die Haut hat sich wirklich mega gepeelt angefühlt. Das steht auch drauf, weil es halt ein peelendes und porenverfeinerndes Maskenprodukt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat ihren Job sehr gut getan. Es ist natürlich ein bisschen mühselig. Ihr müsst erst auftragen, dann eintrocknen lassen, danach abwaschen. Ich habe die so roundabout 15 bis 20 Minuten immer eintrocknen lassen, je nachdem, wie viel Feuchtigkeit meine Haut auch absorbiert hat. Und dementsprechend habe ich die meistens auch abends benutzt. Klar, Tuchmasken fühlen sich halt frischer an, aber das ist auch wirklich eine, die peelt. Also es ist jetzt in dem Fall eine, die wirklich eure Haut auch verfeinert. Das kann ich definitiv sagen. Habt ihr jetzt so bestimmt 2-3 Mal benutzt. Der Duft ist, wie gesagt, sehr angenehm und deshalb ist es auch jetzt schon ein sehr, sehr beliebtes Produkt von mir und muss definitiv mit in meine Juni-Favoriten. Wenn ihr sie noch ergattern könnt, ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr so wie ich dazu neigt, wirklich gerade in dem Bereich hier größere Poren zu haben oder wenn ihr Probleme mit eurer Haut habt, dann würde ich euch die definitiv empfehlen. So, ihr Lieben, dann kommen wir in den Bereich Gesicht, würde ich mal sagen. Also kosmetisch, besser gesagt. Und zwar habe ich mir der letzten Monat auch ein Produkt mitgenommen, was ich sehr gerne im Moment benutze, von Alverde, den Hautbildverfeinerer. Also das Produkt, das ist, ihr seht es, das ist so ein bisschen gelartig, dann sind da so kleine Kügelchen drin. Davon habe ich immer ganz wenig benutzt, weil ich finde es super ergiebig. Der Duft, es riecht ein bisschen, ja, frisch schon. Es riecht leicht künstlich, muss ich leider sagen. Aber mich stört es nicht, weil der Geruch verfliegt. Und ihr seht das jetzt in der Kamera nicht so gut. Allerdings ist es halt so, indem ihr den Pumpstoß rausstößt, platzen diese Kügelchen, die mit in dem Produkt drin sind. Und verteilen sich dann halt aufs Gesicht. Eine sehr, sehr gelartige Konsistenz. Allerdings zieht die super schnell ein. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe es auch heute auch drauf gemacht, dass danach, je nachdem, was ihr danach benutzt, ein Puder oder eine Fondant, auf jeden Fall dadurch schon ein bisschen mattiert wird auch. Also ne, man sieht, es ist schön eingezogen jetzt schon. Die kleinen Kügelchen da drin sind so ganz, ganz leichte Goldanteile, finde ich. Also wenn ich jetzt drauf sehe, ich sehe es in der Kamera, wird es wahrscheinlich nicht so rüberkommen. Man sieht jetzt schon, es ist wirklich jetzt schon eingezogen und super, super fein vom Film her. Ein absolutes Top-Favoritenprodukt von mir. Das war so um die 3 Euro, ich glaube 3,65 Euro oder so. Es war recht preisgünstig und ist natürlich auch ein Naturprodukt. Dementsprechend auch für alle da draußen, die darauf achten, eine absolute Empfehlung. Also auf jeden Fall ein absoluter Favorit von mir, ihr Lieben. Dann habe ich ein Produkt, ich hatte euch in meinen Sommerfavoriten gezeigt, dass ich das Love Spray, das Illuminating Spray so gerne mag. Das habe ich auch heute wieder im Gesicht. Ja. Und zwar mag ich deshalb, weil es diese Glanzanteile halt enthält. Welches Produkt ich super gerne auch mag, ist, wenn ich wirklich sage, ich muss jetzt mattieren und ich muss es einfach fixieren, mein Make-up, da nehme ich sehr, sehr gerne von Catrice das Matte Finish Prime to Fine Anti-Shine Fixing Spray. Wenn man jetzt keinen Glanz möchte, ist das eine definitive Empfehlung. Das ist schon meine zweite Flasche. Ihr seht, ich habe die auch schon gut angedockt, ja. Ein absolutes Favoritenprodukt von mir. Da seid ihr auch bei unter 5 Euro, glaube ich. Also für alle, die sagen, ich möchte gerne ein Fixierungsspray, was nicht allzu teuer ist, kann ich euch das definitiv empfehlen. Ist eine super, super Sache. Es tut wirklich euer Make-up so ein bisschen setzen und es hält auch deshalb sehr gut. Also gerade jetzt, wenn es ein bisschen wärmer ist und ihr wirklich über einen Tag vielleicht das Make-up halten müsst, kann ich euch das definitiv mit dem Produkt empfehlen. Probiert es gerne mal aus. Ein absoluter Favorit von mir. Im Bereich Lippen habe ich natürlich auch ein paar Favoriten. Also ich bin ja schon ein Lippen-Junkie, muss ich sagen. Lippenstifte, Lipglosse sind mein Ding. Ja, ist halt leider so. Und da habe ich für mich, muss ich sagen, am meisten benutzt diese drei Produkte. Und zwar geht es da einmal um ein Produkt von NYX aus der Cosmic Metals Reihe. Ich weiß gar nicht, die müsste es mit Sicherheit jetzt auch noch geben. Ihr seht schon den Schimmer. Also das ist ein rosé-goldener Lipgloss. Der wird auch matt nachher auf den Lippen. Er ist beim Auftrag nicht sofort matt, aber die Farbe, ich habe die so oft getragen diesen Sommer, also jetzt diesen Monat, muss ich wirklich so sagen, weil die
wirklich zu jedem Augenlook auch passt. Ihr seht, wie das schimmert, ja, mit den Goldreflexen. Ich habe diesen Monat sehr viel im Lidschattenbereich, in diesen Brauntönen und Goldtönen getragen oder auch gleich Töne, die ich euch zeigen werde, getragen. Da passte dieser Gloss sehr, sehr gut zu, weil er halt nicht ganz so dunkel ist, der sommerlich wirkt, finde ich. Der passt auch zu fast jedem Hauttyp und deshalb habe ich das sehr gern getragen. Das ist von der Farbrichtung, schaue ich mal eben, wie das heißt. Das, genau, das heißt Speed of Light. Es ist die Farbe 08 aus der NYX Cosmic Metals Reihe. Das kann ich euch definitiv auch empfehlen. Habe ich sehr oft getragen, wie gesagt. Und dann habe ich zwei Lippenprodukte getragen, die ich mal bei TK Maxx erstanden habe. Von Too Faced sind das zwei Lippenstifte. Einmal ein sehr nudiger Ton. Den habe ich auch heute auf den Lippen. Und da habe ich ein bisschen Gloss drüber gegeben. Ich liebe den Lippenstift. Der ist so cremig und so soft. Und der ist auch ein bisschen pflegend. Gerade jetzt, wo es so warm ist, habe ich auch oft trotzdem so trockene Lippen aufgrund der Wärme. Und deshalb finde ich dann Lippenprodukte, die ein bisschen cremiger oder ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht ganz so matt sind, einfach ein bisschen besser auch für meine Lippen. Und ich zeige sie euch einfach mal. Ihr seht die Farben. Das hier oben ist der Nude, den ich auf den Lippen habe. Das ist nämlich die Farbe Taffy. Und das hier unten drunter, das ist die Farbe Pink, nicht Pink Melon, Juicy Melons, genau, von Too Faced. Aus dieser soften Reihe. Das sind halt Lippenstifte, die so ein bisschen pflegend wirken und so ein bisschen schier sind. Ich habe die sehr, sehr oft diesen Monat getragen. Finde die Farben toll für den Sommer und deshalb sind das meine absoluten Lippenprodukte für den Monat Juni gewesen. Ihr Lieben, dann kommen wir zu dem Bereich Augen. Und zwar möchte ich euch da gerne nochmal meine allerliebsten Wimpern ans Herz legen. Und zwar sind das diese hier. Ihr werdet lachen, die sind von Primark, ja. Und ich weiß, Primark hat eine riesen Bandbreite an Lashes. Ich habe auch einige von den 3-Euro-Wimpern probiert. Ich weiß nicht warum. Ich habe Probleme mit Wimpern, die ein etwas dickeres Wimpernband haben. Bei mir halten die dann nicht so gut, weil ich auch in etwas, ihr seht das schon, ich habe ja ein Schlupflid und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir dann irgendwas aufs Auge drückt. Und das sind wirklich die Wimpern, die ich super liebe. Die trage ich auch heute wieder, wie ihr sehen könnt. Und zwar sind die einfach deshalb so angenehm, weil die ein ganz, ganz dünnes, ich weiß nicht, ob man es der Kamera sehen kann, ganz dünnes Wimpernband haben. Die sind in der Größe ein bisschen zu lang für mich. Ich schneide die mal so ein klein bisschen ab hinten. Dann kann ich die auch auf jeden Fall angenehmer tragen. Ich liebe die. Die sind super zart und die sind ein absolutes Dupe zu den Red Cherry Wimpern in der Nummer 217, glaube ich. Die habe ich nämlich auch mal gehabt, die originalen. Und dann habe ich die entdeckt. Die kosten nur 1,50 €, ihr Lieben. Also ist ein spottgünstiger Preis. Die sind mega billig. Und die trage ich auch wirklich 2 bis 3 Mal. Ich mache mir die abends immer runter, säuber die, mache den Kleber ab. Und dann trage ich die auch nochmal in dem Bezug auf Wimpern. Da habe ich auch mal angedacht, vielleicht da mal auch ein Video zu drehen, wie ich die Wimpern anbringe, wie ich meine künstlichen Wimpern reinige. Wenn ihr da ein Video zu sehen möchtet, lasst es mich gerne in der Infobox, in den Kommentaren natürlich wissen. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten absolute Empfehlung von mir. Die trage ich so oft und ich habe die immer bestimmt 5-mal als Backup da. Meine Schwester versorgt mich da regelmäßig, meine Freundinnen auch, weil ich es nicht so oft zum Primark schaffe. Deshalb sind das meine absoluten Lieblingswimpern. Und am liebsten bringe ich die an mit einem Kleber und zwar von Kiss. Das ist einmal dieser hier und da, zwar ist das einer, der hat eine klare Struktur. Also ne, das sieht ihr auch so, der sieht weiß aus und dann trocknet der halt klar. Das mag ich irgendwie lieber als den schwarzen. Ich habe auch den schwarzen von Kiss da und auch von Duo den da. Aber das ist mein absoluter Alltagskleber von Kiss. Der ist, wie gesagt, klar und transparent. Und da seid ihr bei roundabout 5 €, glaube ich. Absolute Empfehlung von mir an euch, wenn ihr Fake Lashes tragt, so wie ich. Allerdings muss ich natürlich auch die ein bisschen antuschen, damit die sich mit meinen eigenen Wimpern ein bisschen verbinden. Und da habe ich aufgrund der Wärme diesen Monat eine wasserfeste Mascara nutzen müssen, weil ich bei den normalen Mascaras immer das Gefühl habe, dass es mir dann irgendwie so ein bisschen läuft, trotzdem, wenn ich schwitze. Und deshalb habe ich da diese sehr gerne benutzt. Das ist eine Mascara, die gibt es schon seit, glaube ich, einigen Jahren in der Drogerie. Allerdings liebe ich die nach wie vor wegen dem Bürstchen auch und die hält wirklich. Das ist die The Colossal Volume Express Mascara in Waterproof von Maybelline. Ich zeige euch auch das Bürstchen. Ich bin ja kein Fan von den Silikonbürstchen und ich mag ja etwas größere Bürstchen, wie ihr sehen könnt. So sieht die Bürste aus. Da komme ich wirklich überall mit dran. Die habe ich sehr gerne diesen Monat benutzt. Muss ich auch aufgrund des warmen Wetters natürlich weiterhin nutzen. Deshalb ist sie ein absolutes Favoritenprodukt von mir. Und wenn ihr nach einer guten, wasserfesten Mascara auf der Suche seid, kann ich die euch definitiv auch empfehlen, ihr Lieben.
Dann kommen wir zum Bereich Paletten. Ja, also ihr habt ja einmal anhand meiner Beauty Hauls gesehen, was ich so geshoppt habe in den letzten Monaten. Und da muss ich euch zwei Lidschattenpaletten zeigen, die ich super gerne mag. Einmal High-End und einmal Drogerie, ihr Lieben. High-End, was kann es sein, außer der Soft Glam. Also die Soft Glam ist ein absolutes Must für jeden Make-up-Junkie oder für jeden, der eine Palette haben möchte, die wirklich tolle Farben beinhaltet, die ihr jeden Tag tragen könnt. Da kann ich euch die wärmstens empfehlen. Ich hatte mir die bei Beauty Bay bestellt, weil es an dem Tag, als ich die bestellt habe, diese Prozentaktion gab. Da habe ich richtig gespart. Ihr bekommt die aber auch bei Douglas und die haben im Moment, glaube ich, mit einem Rabattcode auch 20%. Da könnt ihr sie auch ergattern. Normalpreis sind der, glaube ich, so roundabout, ich glaube 53,95 kosten die Anastasia-Palette. So in dem Dreh. Diese hier kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich habe diesen Monat diese Palette rauf und runter geschminkt. Also, ihr seht die Farbbreite, gerade die Rosé-Töne, die liebe ich ja eh. Und natürlich auch die etwas, sag ich mal, die rostigen Töne, diese Orangetöne, die stehen auch fast jedem. Die beiden Töne da oben, den Tempera, den ganz hellen Beige-Ton, auch den Golden-Ton, habe ich sehr gern getragen. Ihr könnt damit tolle Smoky Eyes schminken, weil die auch diesen schwarzen Ton mit beinhaltet. Und eine absolute Lieblingspalette von mir, die habe ich wirklich sehr, sehr oft benutzt im Juni und werde ich auch mit Sicherheit weiterhin benutzen. Eine absolute Empfehlung an euch von mir, kann ich euch nur empfehlen. Und mein Juni-Favorit Nummer 1 und mein Juni-Favorit Nummer 2, den zeige ich euch auch. Mit dem habe ich auch mein Augenlook heute geschminkt. Sehr rosé-lastig, wie man sieht. Die hat nämlich tolle Farben in diesem Spektrum. Also, das ist eine Palette, ich habe es vergessen zu sagen, die ist von BH. Das ist die Nouveau Neutrals Palette. 26 Color Shadows und Blush. Ja, also die hat nicht nur Lidschatten, sondern auch Blush-Töne mit drin. Und im Moment kriegt ihr die mega günstig bei BH. Ich habe die bestellt, da gab es, glaube ich, 20% auf die Palette. Jetzt gibt sie, glaube ich, sogar mit 30% günstiger. Eine mega Palette. Also ihr seht die Farben. Es ist für mich Sommer pur. Gerade diese Orangetöne sind mega schön. Ich habe mich mit diesen Tönen hier hinten geschminkt. Ja, mit diesem Rosé-Ton, den habe ich auf dem beweglichen Augenlid. Und diese beiden Töne habe ich gemischt und in die Lidfalte gegeben. Und den hellen Ton, den habe ich mir unter den Augenbrauenbogen gegeben. Eine tolle, tolle Palette. Die fünf Blushes, die kann ich euch auch total empfehlen. Ich zeige euch mal die Konsistenz. Die ist so cremig. Die ist wirklich mega, mega cremig, nicht sehr, sehr seidig, kann ich euch sagen. Es sind auf jeden Fall Puderprodukte. Und damit ihr mal die Pigmentierung seht, ja, also BH kann wirklich mit High-End mithalten. Ihr seht die Farben. Mega schöne Farben. Die könnt ihr natürlich auch als Lidschatten benutzen. Sind aber wirklich, gerade als Reisepalette finde ich die mega, weil ihr habt eine schöne Bandbreite an Farben drin und Blush. Ihr müsst nicht extra noch Blush extra einpacken. Und deshalb ist es auch eine absolute Empfehlung von mir an euch in dem Bereich, sag mal, in dem unteren Segmentbereich vom Preis. Ich habe bezahlt um die 14 Euro und ich glaube, jetzt kostet sie gerade mit den 30% sogar noch weniger. Und definitiv eine sehr, sehr große Empfehlung und ein absoluter Favorit von mir aus dem Monat Juli, ihr Lieben. Dann kommen wir zu einer Gesichtspalette. Ich habe mir überlegt, was kann ich euch denn zeigen? Ich habe natürlich letzten Monat sehr viel geshoppt gehabt, weil ich Geburtstag hatte und habe natürlich da auch einiges probiert. Bei einigen Sachen möchte ich auch gerne noch so eine Haul-Review zeigen zu, bei den Produkten, mit denen ich mich noch nicht so richtig beschäftigt habe. Aber eine Palette habe ich sehr, sehr viel benutzt. Die habe ich auch heute als Blush, als Rouge und als Highlighter drauf. Und zwar ist es die Too Faced Natural Face Palette. Ich habe euch ja meine First Impression zu den Produkten gezeigt. Falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet, schaut einfach mal auf meinem Kanal. Da findet ihr sie definitiv noch und das Packaging ist natürlich auch, ne, spricht auch für sich, wie ihr sehen könnt, mit diesem tollen Spiegel und das sind die Farben. Ich habe mich, wie gesagt, mit dem Bronzer, dem Rouge und auch mit dem tollen, tollen Highlighter geschminkt. Das sind zwei Highlighterfarben mit drin, zwei Blushfarben mit drin und zwei Bronzertöne mit drin. Eine absolute Lieblingspalette von mir aus dem Monat Juni. Ich liebe sie. Ich finde sie einfach edel. Ich finde die Töne super. Der Geruch, also die Palette riecht. Manche finden sie sehr omahaft. Ich finde einfach, dass es riecht ein luxuriöses Puder. Also mich stört der Duft nicht. Ich finde es sehr angenehm. Ist so ein bisschen auch, riecht auch ein bisschen nach Kokos, finde ich. Eine sehr, sehr tolle Palette. Und die gibt es auch bei Douglas. Ich hatte sie, glaube ich, auch bei Douglas bestellt. Die könnt ihr im Moment natürlich auch, wenn ihr diesen Rabattcode da benutzt, auch ein bisschen vergünstigt bekommen. Die ist auch um den Preis um die 45 Euro, glaube ich, für 6 Produkte. Definitiv ein absolutes Juni-Favoritenprodukt von mir.
Das wollte ich euch auch sehr, sehr gerne zeigen. Ich habe nichtsdestotrotz natürlich auch noch andere Bronzer und auch Rouge benutzt diesen Monat. Und da habe ich was benutzt, was ich wirklich super gerne mag. Erst habe ich gedacht, das wird bei meinem Hauttyp nicht so gut funktionieren, weil es ein sehr heller Ton für mich war eigentlich. Aber der hat wirklich super funktioniert. Ich rede da von dem Butterbronzer. Ich habe da die etwas dunklere Variante. Es gibt da einmal den in Light und dann in Dunkel. Ich habe den dunklen Ton. Wie gesagt, da brauche ich nicht drüber reden. Der Duft ist für mich Granate schlechthin, der riecht so, so gut. Der riecht einfach nur nach Karibik. Also so stelle ich mir einen Sommerurlaub in der Karibik vor. Ihr seht den Ton, er sieht sehr, sehr hell aus, aber ich kann den bei mir ganz gut verarbeiten. Also ne, ihr seht das, ich nehme den so schon trotzdem sehr gerne für die Kontur oder manchmal nehme ich den auch zum Abpudern nur. Manchmal nehme ich ihn auch so ein bisschen als Rouge. Also ich finde, der ist sehr, sehr gut zu verarbeiten. Die Konsistenz ist super, super soft. Ein absoluter Lieblingsbronzer von mir. Ich kann euch den nur wärmstens empfehlen. Den bekommt ihr auch auf ganz vielen verschiedenen Seiten. Eine absolut tolle Formulierung, die der Physicians Formula rausgebracht hat. Deshalb habe ich mir damals nicht nur den bestellt, sondern ich habe mir auch noch einen Rouge bestellt gehabt von der Marke, weil ich die Marke wirklich cool finde. Und zwar ist es dieser gewesen. Den habe ich auch sehr viel benutzt letzten Monat. Und zwar ist es die Farbe Nude Silk. Die zeige ich euch auch mal geswatcht. Er ist ein sehr, sehr, sehr zarter Aprikoton. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe den sehr oft benutzt und ich finde, der ist auch mega, ihr seht ihn hier, mega gut von der Konsistenz. Der riecht genauso wie der Butterbronzer mega gut und der ist auch vom Auftrag her sehr gut zu verblenden. Wenn ihr da auf der Suche nach einem schönen zarten Aprikoton seid, kann ich euch den Butterbronzer auch wärmstens empfehlen, ihr Lieben. Das ist alles im Bereich Kosmetik dann gewesen. Ich weiß, es ist eine ganze Menge gewesen. Ich glaube, das wird auch ein langes Video leider heute. Aber ich wollte euch einfach mal gerne zeigen, was ich so an Favoriten vom letzten Monat habe. Ich hoffe natürlich, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet, würde ich mich natürlich auch darüber sehr freuen, wenn ihr kostenlos Abonnent werdet von meinem Kanal. Und ansonsten sage ich, kommt gut durch die Woche, genießt das tolle, tolle Wetter da draußen, geht schwimmen, geht euch sonnen, genießt es, wenn ihr frei habt und wir sehen uns ganz, ganz bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.